Hi, möchtest du meine Geschichte erstellen? Wir fangen mit einem Persönlichkeitsquiz an. Okay. Und danach arbeiten wir dann an dem Aussehen von dem Sim. Gut, sagen wir einfach ein Erwachsener. Womit möchten wir erfolgreich sein? Reich, die Welt verbessern oder viele Freunde haben? Gut, sagen wir einfach viele Freunde Oh, haben. das ginge sehr. Wofür sparen wir? Für ein besseres Zuhause, für die Zukunft oder nichts? Wir leben im Moment. Sagen wir für die Zukunft. Ich leihe mir Dinge aus. Mein Freund braucht jemanden, der die. Du redest mir auch ständig dazwischen, oder? Danke. Mein Freund braucht jemand, der auf die Kinder aufpasst. Ich bin die Beste für den Job. Sie sollten sich eine Nanny holen. Sie wissen, dass Sie mich nicht fragen sollten. Nehmen wir das. Es ist Abendsessenzeit. Ich bekomme langsam Hunger. Was ist der Plan? Mein Körper ist ein Tempel. Bei Simstagram nach Rezepten suchen. Wo ist das nächste Buffet? Nehmen wir das. Es gibt etwas, das ich kaufen möchte, aber ich kann es mir nicht leisten. Was machen wir? Geld sparen, es gegen etwas anderes eintauschen oder stehlen? Es stehlen. Nein, wir sparen Geld. Sine Also, okay. Machen wir einen Mann. Ein erwachsener Mann. Was ist das? Tenawa Das ist die Stimme, oder? Mixlin. Also, das ist eine sehr Oh. tiefe Stimme und die Stimme wird hier immer höher. Kambala Sieg. Quaxenas Okay. Die Stimme soll sehr melodisch klingen. Amigavor. Okay, jetzt klingt er wie ein kleiner Junge, oder? Nicht mehr wie ein Mann. Machen wir es ein bisschen tiefer. Perfekt. Man kann einstellen, wie die Person läuft. Also so Standard oder eine sehr feminine Gangart oder ein bisschen tollpatschig oder sehr. Ja, das ist so ein bisschen fröhlich und er hüpft so ein bisschen. Ihm gefällt es. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Namen. Wir brauchen einen Namen, einen Vornamen und einen Nachnamen. Der Vorname, keine Ahnung, Klaus, Hans, Peter. Gut, nennen wir ihn Peter. Und der Nachname, ich glaube, der Nachname, der mit am häufigsten existiert in Deutschland, ist Müller. Peter Müller. Okay, unser Persönlichkeitsquiz am Anfang hat jetzt eben unsere Persönlichkeit bestimmt. Ein Freund der Welt. Wir sind sehr gesellig. Oder der Peter. Der Peter ist sehr gesellig. Er hasst Kinder. Peter hasst Kinder.
Peter ist ein kleiner Quatschkopf und Peter ist aber auch sehr kontaktfreudig. Das sind seine Fähigkeiten. Peter mag es, Streiche zu spielen. Also Peter treibt gerne Unfug. Er spielt anderen Leuten Streiche, okay? Und vielleicht ärgert er auch manchmal andere Leute oder ist ein bisschen gemein zu anderen Leuten. Er nimmt das Leben vielleicht nicht so ernst. Und seine andere Fähigkeit ist Gartenarbeit. Also er arbeitet gerne im Garten und kann das auch gut. Und hier Standard, Startkapital. Okay, also Peter führt ein eher bescheidenes Leben, wenn es um Sachen Geld geht. Okay, und jetzt kann ich dich auch umdrehen. Ja, und jetzt können wir bestimmen, wie Peter aussehen soll. Okay, fangen wir mit dem Kopf oder mit dem Gesicht an. Das Gesicht. Oh Gott, gibt es hier viele Farben. Blau. Es gibt die Farbe Blau und Grün und Rot. Das sieht nicht gesund aus. Es gibt warme Farben, neutrale und kältere Farben. Und dann kann man den Farbton individuell nochmal verändern. Heller machen oder dunkler machen. Gut, dann nehmen wir einfach mal den Farbton. Das Gesicht. Also ich glaube, man kann sich ein Gesicht aussuchen und dann kann man es nochmal individuell verändern. Also genau, hier kann man die Nase nochmal verändern. Aber gehen wir erst nochmal zurück. Details, okay. So Sommersprossen oder so, okay. Oder ein Leberfleck. Ein Leberfleck. Er hat jetzt einen Leberfleck. Vampirzähne. Goldene Zähne. Zähne mit einer Lücke. Und was ist das? Mit einer Zahnspange. Seien wir doch mal freundlich zu Peter und geben ihm normale Zähne. Okay, also fangen wir an mit den Augen. Die Augenfarbe, braun, hellbraun. Und dann die Augen, keine Ahnung. Die Augen sehen ein bisschen müde aus. Und die Augenbrauen, das sind sehr, sehr buschige Augenbrauen, oder? Nehmen wir doch die. Als nächstes die Nase. Welche Nase nehmen wir? So. So können wir die Nase besser von der Seite sehen. Oh mein Gott. Eine Nase wie Pinocchio. Eine sehr kurze Nase oder eine längere Nase. Oh, eine sehr stumpfe Nase. Dreh dich wieder um. Okay. Und was kann man noch machen? Man kann die Wangen noch verändern. Und auch hier den Kiefer. Die Wangen zum Beispiel. Okay, nehmen wir einfach das und der Kiefer ein bisschen breiter, ja. Nehmen wir einen breiteren Kiefer und dann noch der Mund. Das sind sehr, sehr schmale Lippen und das sind etwas breitere Lippen. Entschuldigung. Okay. Nehmen wir einfach die. Nein.
Es kann doch nicht so schwer sein, ein paar Lippen auszusuchen. Schön, dann nehmen wir jetzt die. Aber die Lippen sind sehr hoch. So, die Lippen sind sehr nah an der Nase dran. Die sind sehr hoch, finde ich. Kann man das nicht noch? Oh, nee, jetzt verändere ich die Lippen wieder. Also, ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber macht ja nichts. Kommen wir zu den Haaren. Kurze, mittel, lange, das sind alles sehr coole Frisuren. Ich weiß nicht, lange oder kurze Haare. Wir nehmen einfach diese Frisur für den Peter. Und der Bart. Welchen Bart hätten wir denn gerne? Einen Vollbart oder einen Schnurrbart? Oder ich habe mich jetzt so an diesen Bart gewöhnt. Wir lassen jetzt einfach den Bart, den der Zufall auch schon ausgewählt hat. Ein Hut. Nein, danke. Ohrringe, Brillen oder Ketten. Mal gucken, wie Peter mit einer Brille aussieht. Oder mit der? Oder mit der? Oh, die ist doch ganz okay. Oder die? Die sieht eigentlich cool aus. Von der Seite. So. Okay. Oder in schwarz einfach. Ja. Okay. Also Peter bekommt eine Brille. Okay, also, das war der Kopf. Jetzt kommen wir zum Körper. Soll Peter sehr durchtrainiert sein? Uff, hat... Peter hat auf einmal sehr breite Schultern bekommen. Oder soll Peter eher korpulent sein? Also, oder irgendwas in der Mitte. Das zum Beispiel. Was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Oh, die Brust, oder? Okay, Tattoos. Peter kann Tattoos haben. Ja, geben wir Peter doch ein Tattoo. Wie wär's mit Schmetterlingen? Nein, keine Schmetterlinge. Oder ein Tattoo auf der Brust? Nein. Aber so ein Tattoo auf dem Arm? Rechts oder links? Rechts. Boom. Jacken oder T-Shirts oder Pullover oder Tops oder Hemden, ein Hemd, Anzüge oder Poloshirts mit dem SIM-Logo. Mit dem Hemd sieht man Peters Tattoo. Ein rosanes Hemd mit einer Krawatte. Oder ein schwarzes Hemd mit einer roten Krawatte. Nehmen wir doch einen Pullover, denn es wird gerade sehr kalt bei uns. Jetzt noch eine Hose dazu. Oh, vielleicht nicht. Gibt's hier auch Jeans? Sieht doch ganz okay aus. Vielleicht noch eine Armbanduhr für den Peter. Aber gut, die Armbanduhr kann man nicht sehen, weil der Pulli da drüber ist. Schuhe, Flipflops und Stiefel zum Beispiel. Clownsschuhe, also Hausschuhe. Nee, also wie gesagt, es wird ja kalt. Deswegen bleiben wir einfach bei den Stiefeln. Okay, ist Peter jetzt fertig? Ja, machen wir noch eine Person, oder? Genau, machen wir doch noch eine Frau. Die hat eine sehr hohe Stimme. Ihr
Ihre Gangart ist gruselig. Athletisch, kreativ, Familie, Vermögen, Natur, Liebe, Popularität. Nehmen wir doch Wissen. Ein Nerd? Ja, okay. Okay, was sie mag und was sie nicht mag. Farbe. Sie mag grün. Und sie hasst pink. Man kann sich insgesamt 20 aussuchen. Sie mag Retro-Musik. Aber sie mag auch elektronische Musik. Sagen wir mal, sie mag Unheil, damit sie zu Peter passt. Sie ist ja ein Nerd, oder? Also sie mag vielleicht Videospiele und Wissenschaft. Aber sie hasst es oder sie mag es nicht, zu Fischen zu gehen. Sie findet das sehr langweilig. Okay, jetzt noch mehr zu ihrer Persönlichkeit. Sie ist sehr kreativ. Sie ist ein bisschen tollpatschig. Und manchmal ist sie auch ein bisschen faul. Und sie heißt Sabine Müller. Also das Gesicht lasse ich so, wie es ist. Und die Haare, mal gucken, was es gibt. Kurze Haare oder mittellange Haare oder lange Haare mit einem Zopf. Ja, das ist der Zopf. Sie hat nicht nur einen Zopf, aber auch ein Pony. Hier, vor der Stirn hat sie einen Pony. Aber die anderen Haare waren eigentlich ganz cool. Hier die kurzen Haare, die da. Ja, die lassen wir einfach auch so. Dann geben wir ihr vielleicht Ohrringe. Die hier zum Beispiel. In Silber oder Gold. Oder die. Okay, also ihr Körper. Dann, ganz schönes Sixpack. Sie bekommt auch ein Tattoo. Ja. Und Ganzkörperoutfits. Zum Beispiel ein Kleid. Oder ein Hotdog. Warum nicht? Oder nur ein Handtuch. Klar, nehmen wir doch das Handtuch. Wenigstens hat sie Schuhe an. Oder ein Hochzeitskleid. Oder nur ein Hemd. Nehmen wir doch einfach das. Ein Pullover mit einem Rock. Fertig. Aber die Schuhe müssen wir vielleicht noch verändern. Hausschuhe? Kaninchenhausschuhe? Oder Sandalen. Gucken wir mal, wie das von der Seite aussieht. Hoppla. Ja, oder die Schuhe in schwarz. So, Sabine ist auch fertig. Aber Sabine und Peter sollen auch noch ein Kind haben. Oh, ein Kleinkind oder ein Kind. Oder ein Jugendlicher. Nehmen wir einfach ein Kind. Also Peter ist der Vater und Sabine ist die Mutter. Und Sabine ist die Ehefrau von Peter. Super, okay. Also sie haben einen kleinen Jungen. Und hier kann man nicht zu viel mit der Persönlichkeit spielen, weil die Persönlichkeit sich ja noch entwickelt. Aber sagen wir mal, dass der kleine
Daniel Müller sehr sozial ist. Und er mag die Farbe Orange. Er mag Rockmusik, oder? Der kleine Daniel mag Rockmusik. Wo ist denn Rockmusik? Das hier vielleicht. Und der kleine Daniel mag keine Retro-Musik, also keine ältere Musik. Er mag auch keine romantische Musik. Und gruselige Musik schon gar nicht. Aber Popmusik mag er manchmal. Er mag natürlich Videospiele wie seine Mama. Er mag es aber nicht, die Geige zu spielen. Er mag natürlich auch Unfug. Und der kleine Daniel ist sehr aktiv. Also wollen wir einen Style ausprobieren, ein Stil. Formal, sehr brav, athletisch, Schlafanzug. Der Daniel kann doch nicht im Schlafanzug rumlaufen. Partystil, okay. Sieht nicht schlecht aus. Viele Farben. Es ist sehr bunt, das Outfit. Ach so, das Make-up haben wir auch bei der Mama vergessen, bei der guten Sabine. Die Sabine kann ja ein bisschen Make-up bekommen. Oh, sehr bunt. Ein blauer Lidschatten oder rosaner Lidschatten. Ja, das sieht doch okay aus. Lippen, rote Lippen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, so lassen wir es. Zurück zum Daniel. Also, der Daniel bekommt große Augen. Und der Daniel und seine Augenfarbe ist, grün. Daniel hat grüne Augen. Er bekommt eine kleine Stupsnase. Stups. Und er bekommt volle Lippen. Aber wenn Mama und Papa schwarze Haare haben, geben wir Daniel vielleicht auch schwarze Haare. Und Daniel bekommt diese coole Frisur. Also, das ist der Sohn. Jetzt ist die Familie fertig. Das ist die Familie Müller. Die Familie Müller mit ihrem stylischen Sohn. Der Vater Peter, der freundliche, der keine Kinder mag. Oh. Aber ein eigenes Kind hat. Aber ich bin mir sicher, er mag sein eigenes Kind. Er mag nur andere Kinder nicht. Der Quatschkopf Peter mit seiner Frau Sabine, mit ihrem Sohn Daniel. Alles klar, fertig. Tschüss.